Du musst ja auch, warte mal. Ich habe einmal doppelt gezogen. 2, 3, 4, 5, 6. Nee, du hast 2, 3, 4, 5, 6. Nee, nee. Einmal darfst du noch. Okay. Es ist Elmo schwarz gefahren, von da aus, wo er jetzt steht. Okay. Was ist denn erst beziehen jetzt? Warum wird er mal da angelegt? Gut, ich will die Taxikarte eh benutzen. Ja. Weil er nämlich da stand. Ja, jetzt hat er aber zwei Möglichkeiten und deswegen war dein Zug nicht so der Schlosche. Hätte ich besser auf die 20 gestellt. Ja, weil theoretisch kann er jetzt über kann er hier oben, ja, ja, aber verrate ihm das doch nicht. Ja, danke für den Tipp. Ich denke mal, das würde er, glaube ich, auch so sehen, als ein einziges Schlupfloch aus der Position raus. Oder? Nicht so viel, also, nicht na, so Max viel steht etwas ungünstig, Stella steht etwas ungünstig. Ja, ich überlege auch gerade, was jetzt. Jana steht auch nicht wirklich günstig für mich. Ob ich mich hier wieder zurückbewege oder ob ich jetzt bei. Da oben macht, glaube ich, keinen Sinn. Nee. Also, wenn, dann ist er hier schon irgendwie vorbei. Das glaube ich nicht. Kann er gar nicht. Doch, kann er, wenn er den Weg direkt gewählt hätte. Aber dann wäre er mit Taxi gefahren. Selbst dann wäre er, dass er irgendwie anders hingegangen ist. Doch, er wäre 1 Taxi, 2 Taxi, 3 Taxi, dann würde er genau hier stehen. Er würde, wenn ist er aber auch nicht weit weg. Doch, nee, natürlich nicht, aber. Das ist nicht weit. Die Position da oben ist eh etwas bescheiden, weil du in einer fast nur Taxizone stehst. Das ist richtig. Muss halt gucken. Scheiße! Du kannst ja schwarz fahren und antäuschen. Wo bist du nur hingezogen? So. Also, er stand, ich schiebe mal ganz kurz. Warte, jetzt lass uns erstmal, lass uns gucken, wenn er beim nächsten Zug veröffentlicht worden ist, was jetzt ist. Ja, aber Max muss sich ja trotzdem überlegen, was er jetzt klar am Schlossen findet. Sollte der Pro recht haben, dann steht der Moment auf der 11. Dann war es blöd, dass Stella weggezogen ist. Ja, gut, kannst du nicht ändern jetzt. Aber er hat nämlich dann nämlich zwei Möglichkeiten. Ich kann nämlich entweder die 3 zufahren oder ich fahre die 22 zu. Richtig, aber egal, was du zufährst, es ist dann, ne? Ich fahre wieder zurück auf die 13. Ja, hätte ich auch gemacht. Kannst du schneller agieren, wenn er sich gleich zeigt? Er kann nicht weit weg sein. Der aber nicht, falls nee, er auf der anderen Seite ist, kann ich zur 46 fahren. Korrekt. Ja, falls ich verstehe runter, das Spiel so langsam. Falls er hier runter ist, kannst du irgendwie auf die 47 oder so. Aber, herzlich Glückwunsch. Aber das glaube ich nicht. Ich sage euch, der steht irgendwo hier. Ich fahre jetzt Bus zur 34. Wenn er richtig gut... Ah ne, das ist ja scheiße, da kommt er ja gar nicht mehr raus. Und ich fahre zurück mit dem Taxi auf die 22. Warte doch mal. Ja, ist ja... Ja. Der Pro muss nicht warten, der Pro zieht einfach. So, jetzt verrat mir, ob ich recht hatte. Bist du auf der 21? Ja, er stand auf der 21. Nein, ich stand nicht auf der 21. Ich bin, wie Max gesagt hat, zu 62 gefahren. Und stehe, nachdem ich jetzt noch einmal Taxi fahre, auf der 77. Ja gut, boah, ist aber eklig. Immer noch nicht weit weg. Ist immer noch nicht weit weg. Du kommst da hinten nicht wirklich gut raus. Es ist so krass, wie ich sowas weiß. Es hat aber nichts gebracht. Nee, weil er gesagt hat, ich stehe auf der 21, ich stehe auf der 21. Und ich fühle mich momentan sicher genug, dass ich nicht zweimal fahren muss. Liebe Zuschauer, es ist schon wie bei Phase 10 und wie bei Uno. Der Max, der ist eine höhere Macht. Ja, ist so. Ne? Ich bin auf jeden Fall allen anderen überlegen hier. Aber Max, ne? Und dann spiele ich Mr. X 3 Runden. Maximal. Aber Max, ne? Erinnere dich an Wilhelm Busch, ne? Kennst du den? Hm? Ja, nur Wilhelm ist der Tell Spaß? Oder George W. Busch. Also nein. Also Busch habe ich genug. Nein, das dicke Buschbuch, Max und Moritz, erinnere dich mal dran. So, ich geb mir, ich bin mal, mach mal ganz schnell und versuche schnell in diesen Zug auf Toilette zu gehen. Warum bin ich dran? Bin ich dran? Ja, du bist dran. Tatsächlich. Und nein, wir schneiden das nicht raus, wenn die gute Stella auf Toilette geht. Kein Fall. Du schneidest sowieso nichts. Also alles, was hier gesagt wird. Oh. Ne? Ja, du hast ja einen Zwangsschnitt gehabt. Ja, leider. Aber bei der Gelegenheit könnte ich mir ja noch ein Bier holen. Leider, so. Ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich ja von irgendwie von euch den Rest, der mir fehlt von der letzten Folge. Ich muss U-Bahn fahren, ich komme nicht drum herum. Weil mir fehlt tatsächlich das Ende, wie ich grandios gewonnen habe, natürlich. Ich erinnere mich an irgendwas anderes. Ach,
Das ist so blöd. Keine Beweise, du hast keine Beweise. Ach, du hast ja auch aufgenommen. Scheiße. Ich bin noch dran, Moment. Ich weiß, ich gucke nur gerade, was hier so Phase ist. Wegen Phase 10. Prost. Danke. Was dann das Problem. Ist. Ich glaube, dass ich wohin will, aber ich habe nicht mehr so mega viele U-Bahn-Fahrten. Nimm doch mal ein Bier, nicht irgendwie so ein Flusswasser. Max, gib mir. Danke, weißt Max. Du überhaupt, was Urbock ist? Das ganze Ding, warte, das hat 7%. Das ist natürlich, weiß ich, was Urbock ist. Lass mich, ich muss nur mal ganz kurz überlegen, wohin ich mit der U-Bahn fahre. Weil theoretisch könnte ich ja auch andere Leute dazu degradieren, dass man, das ich gerne dran? Hätte. Ja, ich bin noch dran. Okay. Ja, viele Möglichkeiten hast du nicht mit der U-Bahn. Du kannst im Prinzip, wenn du in die Richtung kommst von ihm, gibt es nur ein Feld, wo du hin kannst. Weil. Wenn auf das Feld ziehen, wo Stella steht. Nein, da kannst du nicht hin. Ach doch, Stella ist ja... Ja, okay. Ich stehe auf einem U-Bahn-Feld, danke, ich passe auch auf. Ja, ja, aber du darfst nicht aufs selbe Feld, wo ein anderer Spieler steht. Ach nein? Ja, dann brauche ich nicht U-Bahn zu fahren. Das hatten wir vorhin aber gemacht. Haben wir das gemacht? Nein, bisher war noch kein Spieler auf dem Feld, wo ein anderer Spieler war. Irgendwann. Nee, haben wir nicht gehabt. Doch. Also, du, also ich stehe mir und ich. Ist egal, aber darf das ich darfst jetzt du auf nicht. Das Feld eines anderen? Nein. Dann ist es blöd, U-Bahn zu fahren. Naja, du kannst halt mit der U-Bahn fahren. Wieso kannst du auf die 46 oder warum habt ihr das jetzt ausgerechnet? Ja, aber warum soll ich auf die 46 fahren, wenn du dort stehst? Hä? Weil sie dann hier runter kann. Ich stehe auf der 67 oder so. Also, TJ, das ist deine jetzige Position, ja? Ja. Die konnte ich noch nicht verändern. Der Max fährt Bus. So, jetzt, das habt ihr jetzt davon. Okay. Ich hab nicht gerafft, was du. Was das ich verstehe es auch nicht ganz, aber ist egal. Auf der 46 steht doch gar keiner. Er fährt ganz woanders hin. 52. Ich fahr weg. Ich hab hier nichts mehr mit euch zu tun. Bin raus. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinfahren soll. Warte. Wenn du keine Ahnung hast, sag ich. Warte mal. Der ist auf der 77. Das heißt. 79. U-Bahn. Ein Schwarzfahrer und ein Doppelticket hat er noch. Yep. Er kann auch richtig weit weg, also. Dann kann er gar nicht von dem Feld. Nee, aber wenn man von seiner Natur mal ausgeht, er ist ein T-Shirt. Und T-Shirt gehen eigentlich nicht so weit weg von ihrem Rudel. Einfach so. Ja, was für ein Rudel? Ich bin doch ein Einzelgänger, sieht man doch. Ja, Tiger sind doch keine Rudeltiere, Mensch. Nein, nur doch. Tiger sind, glaube ich, Einzelkinder. Einzelkinder, ja. Und aber, welches von den drei Fragezeichen dann? Aber nicht diese. Das ist Jonas. Es ist Jonas. Einfach so. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich würde sagen, auf die 111, wenn du das gar nicht weißt. Aber das ist nur so meins, damit du, falls er hier runterfährt, ihn den Weg ab. Schade, da wäre ich jetzt hingegangen. Ja, aber er kann nicht auf die 100. Ach so, nee, du bist ja hier. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, an deiner Stelle würde ich auf die 63 fahren. Dann würde ich sagen, höre ich mal auf den Max. Habt nämlich keine Ahnung. Entschuldigung. Ich habe mich auch mega schick. Ich war so nah an dem Bildschirm, ja. Ja, ich auch. Und so richtig tief hingesucht. Ich dachte eigentlich, wieso ist Table Flip an? Habe ich übersehen abzuschalten, sorry. Eigentlich ist das ja immer ausgeschaltet, aber das war schön. Das war der schönste Table Flip meines Lebens. Das war so geschickt. Oha. Jetzt sind wieder alle wieder wach. Ja. Definitiv, das war ein Nietstoß, weil ich bin alle. Um die Zahlen zu erkennen, bin ich natürlich auch so ein bisschen näher dran. Und sehr gut. Ja, dann ging es mir auch gerade und auf einmal ist es weggeklatscht. Uiuiui. So, ich fahre jetzt. Und ich sag doch, der Tiger ist ein Rudeltier, bei dem ist alles anders. Ich sag euch das. Tiger sind keine Rudeltiere. Dieser Tiger schon. Ich fahre zweimal Taxi. Okay. Von der jetzigen Position aus? Von der jetzigen Position aus. Dann steht er auf der 122. Warte. Wo ist die? 122. Unterm Hyde Park. Ach, da! Zack, zack. Mit zweimal Taxi fahren. Ach, zweimal Taxi fahren, ja. Er könnte aber auch auf der 59 sein. Er könnte aber auch genauso gut auf der 79 sein. Der 79 würde er zwar gut stehen, falls er nochmal dran käme. Oder auf der 100? Oder auf der 61? Könnte aber auch auf der 100 sein, genau.
Hey, lass, könnte lass, auch hallo, das hat Schäder gerade selber gesagt. Der wird dir bestimmt nicht sagen, oh, ich stürfe der Hunde. Vielleicht ist das auch meine Taktik. Er könnte aber auch ja, auf 94 sein. Achso, er ist jetzt aber auch schon eine Runde weiter, ne? Er ist jetzt quasi 10. Ja, ja, er ist zweimal gezogen. Also ich bin dran. Wenn vielleicht hierhin und hierhin ist jetzt die Behauptung. Das war Bugs Vermutung. Richtig. Das ist so naheliegend, weil es nach einer großen Strecke aussieht, aber von der Sache her ist es ja keine große Strecke. Entweder sitzt er hier was? Oder... Das ist eine oder, richtig weite Strecke. Ja, in Zentimetern schon, aber... Nee, ach, in Zügen. Auch in Zügen aber, ist er da relativ sicher erstmal, weil, guck mal, wo die anderen stehen. Aber ja, es kann natürlich auch sein, dass er sagt so, haha, ich fahre auf die 78 und fahre hier hin. Oder, nee, das wäre blöd. Oder auf die 97. Der fährt auch nur noch zu 21, weil er das Feld so mag. Ja. Stimmt, da war ich heute noch nicht. Wenn ich mir also so meine Zugliste angucke. Das kann im Moment, also ich weiß es wirklich nicht, wo er ist, aber. Also ich hätte gesagt, Stella fährt jetzt einfach mit der U-Bahn zur 163, dann haben wir das Problem nämlich auf jeden Fall. Ich bin sowieso erstmal schon durch. Aber ja, das wäre mein nächster Zug auch gewesen. Ich habe gerade eine richtig ungünstige Position. Ich komme eigentlich nicht wirklich weit. Das ist ein Bus da, ne? Oh. Warum sollte er weiter Taxi fahren? Ist das eine spezielle Taktik, als Mr. X nur Taxi zu fahren? Die sogenannte X-Taktik, Taxi, super. Das Taxi, das X in Taxi steht für Mr. X. Boah! Das sind denn die sogenannten X-Files, meinst du? Oha, das war auf jeden Fall zu viel Internet für heute. Aber Max, du hast recht, ich sollte mehr Bus fahren, weil ich habe 14 Buskarten. Die Taxifahrten gehen so langsam zur Neige. Nee, also es sind auch zweistellig, so ist nicht. Oh, okay, ja, aber er kriegt die ja immer von uns dann auch, ne? Ja, jetzt haben wir mal dahin. Ja, er weiß nämlich gar nicht, was er an uns hat, weißt du, was wir ihm alles geben. Mhm. Wir geben und wir geben und wir geben. Ja. Und du nimmst und nimmst und nimmst. Und dann gibt er noch am Schluss. Ah, hier, nimm deine Kabel. Ja. Ich bin schon so müde, ey, das kann ich euch gar nicht sagen. Du hast wieder zu viel Minecraft vorher gespielt, eindeutig. Minuten. Kann Civilization gespielt. Oh, Alter, ich habe heute so viel Minecraft gespielt, ey, ist furchtbar. So ein Mist. Ich glaube, Civilization. Sonst plane ich alle Züge vor, aber jetzt habe ich ausnahmsweise mal keinen Zug vorgeplant. Ja, dann haben wir doch schon, Leute, wir müssten mal eine Multiplayer-Session Civilization 5 machen, das wäre eben. Boah, aber die ganze Nacht und an einem Stück, so 7 Stunden auf. Ich habe das noch nie gespielt. Genau, und dann, geht das? Das ist nicht. Ja, ja. 8 Leute ist maximal Multiplayer. Aber dann nicht mit meinen Einstellungen, das dauert zu lange. Ich bin meistens nur Marathon, also schnell auf 330 Runden. Dann dauert zu lange. Und man muss unbedingt die Animationen ausmachen, sonst brauchen wir ab Runde 200 nicht mehr zu spielen. Also ich mach's wirklich, ich fahre mit Bus. Okay, das heißt, er hätte gewesen sein müssen, zum Beispiel, wenn er jetzt... Da oder da. Wenn er vorher wirklich, da war. Er ist wirklich darunter. Ist er jetzt entweder dort oder er ist dort? Ja, ich sag doch, also, da stand er. Warte mal, ich muss mich mal bei für der 123 er war oder auf der 77, bei der... oder? Ja, ja. Dann ist er entweder auf der 144 oder auf der 123, wenn er mit Bus fährt. Komm ich den Punkt hier? Da boah. Oder da? Oder wo, da? Fussel, wo stehst denn du momentan? Du liegst hier zwischen zwei Feldern ein bisschen besoffen. Da. Das ist also das Bier, so was er sich geholt hat. Getrunken. Ich bin echt am überlegen, ob Stella wirklich zur 163 fahren soll. Das überlege ich nämlich auch gerade, ja. Sondern zur 153. Stella, frag doch mal deine Katzen, was die dazu sagen. Wir sind gerade nicht im Blickfeld. Ich überlege, ob es nicht, er hat uns ja vorhin auch ausgetrickst, ob er nicht vielleicht doch noch irgendwas anderes gemacht. Er hätte auch zu 94 gehen können. Ja. Wieder 94. Um wieder auf die 77 zurückzufahren. Ja, genau. Da geht nicht, weil da stehst du vielleicht auf der, ich meine, du deckst ja sowieso den Bereich, die 93, ja. Da muss er sich das nächste Mal zeigen in seiner übernächsten Runde, scheiße. Ihr könnt davon ausgehen, wenn er jetzt ein schwarzes Ticket benutzt, ja, dann stand er auf der 93. Jetzt macht das nicht mehr, weil du es ihm gerade gesagt hast. Ach so. Ja, deswegen habe ich das gesagt, danke. Oder war halt da. Ja, da. Nee, Quatsch. Da. Er kann oder ja von der 93 gerade mit der U-Bahn nicht fahren. Weil das Feld besetzt ist. Aber er muss jetzt ziehen. Ja, da steht eine Fussel im Weg. Von der 77 zur 124. Nee, er ist Taxi gefahren. Darf ich den nochmal zurückstellen? Ja, ja. Er ist nachdem er sich zeigen musste, ist er Taxi gefahren. Zweimal, nee, ja. Doch. Oder dreimal sogar insgesamt. Okay.
dann ist hier kein Bus. Er ist zweimal Taxi gefahren. Zweimal Taxi gefahren, einmal Bus, richtig. Und jetzt grübelt ihr alle, dass er in diesem Bereich ist und nachher pökert er da oben rum. Ja, das ist Pech. Aber das kann er nicht. Er kann es nicht. Es gibt keinen Weg hochzufahren mit zweimal Taxi, um dann auf dem Busfeld zu landen. Richtig. Ich fahre trotzdem U-Bahn. Wenn er dort stand. Er kann nur auf der 94 stehen, um dann auf die 93 oder auf die 77 zu fahren. Das wäre der einzige Weg, oben zu bleiben. Nee, warte mal. Wenn er hier stand und zweimal Taxi nimmt, nein, könnte er stand hier. Er stand hier. Ja, dann könnte er nach da und von dort kann er mit dem Bus fahren. Und wo will er dann hin? Dahin? Nein, die 93, no? Um uns zu trollen. Ja, das sage ich ja. Wenn er jetzt U-Bahn fährt, wissen wir, wo er steht. Also kann er keine U-Bahn fahren, weil dann wissen wir, wo er steht. Dann landet er definitiv da, wo ich stehe. Ja, dann fährst du jetzt runter und fährst wieder drauf und dann wissen wir es. Also ich fahre auf die 111. Also, ja. T-Shirt, du bist schon so gut wie nackig. Sag lieber gleich, wo du bist. So. Du hast ja keine Ahnung. Ich bin schon an der Themse. Und schaukel die Beine über Wasser. Ja. Ich glaube, das gab es auf der Karte noch gar nicht, ne? Nee. Schade. Ja, nein, das müsste hier irgendwo stehen. 1984, keine Ahnung. Achso. Ach, da spricht der Ofen. Ich hab gar nicht gedacht, dass das so alt ist. Das London Eye ist, glaube ich, gar nicht noch so alt, oder? Nee, ich meine das Spiel. Das Spiel ist 1984. Ja. So. Richtig 1900 Zwieback, ja, so richtig alt. So, Max und Stella, ihr konzentriert euch auf den unteren, also hier auf diesen Bereich so, ne? Das London Eye ist erst 98, haben wir angefangen mit dem London Eye. Das heißt, das war hier noch gar nicht. Da haben wir noch nicht mal dran gedacht, ans London Eye. Das steht hier oben. Gut. Oh, das ist ein schöner Park davor. Dann fahre U-Bahn nach da. Du bist wirklich mutig, ist aber auch nicht verkehrt, denke ich. So. Ja, und was macht jetzt der Bro? Also da ist er nicht hin. Nee. War aber auch klar. Ja, Er ist da runter. Ja, was mache ich? Ja, ich fahre mit dem Bus dahin. Was soll ich machen? Taxi fahren. Nee, mit Taxi kann ich da nicht hin. Ich wäre immer noch für die Variante zu Fuß laufen. Aber so, ich fahre ein bisschen schwarz. Nee, ja, das ist nicht. Nee, du bist ein T-Shirt, du darfst nicht schwarz fahren. Der kennt schwarzer Panda. Oh, jetzt. Wie viele Eier hat er dann? Die Frage ist, wie viele Eier hat der Mann? Das reicht dir nicht. Sorry. Er kann da nicht stehen. Wo denn? Weil er kann hier nicht stehen. Ja, ich weiß. Da war ein Fusseli. Ja, ich weiß, aber das ist auch nicht die Frage. Ich habe eine ganz andere Vermutung, wo er steht. Wer hier denn? Er könnte. Ich glaube, er steht auf der 124. Da steht. Okay. Wo ist die 124? Das kann. Achso, meinst du. Nee, wo du zeigst, ist, glaube ich, die 144. Du hast doch hier hinten hingezeigt, oder? Also, er ist vorhin einmal Bus gefahren. Einmal schwarz. Ja, das kann sein. Dann probier's aus. Ja, ich hätte gesagt, Stella stellt sich jetzt auf die 144. Da ist er dann aber schon vorbei. Wenn er vorhin mit seinem Doppelzug hier gelandet ist, dann ist er ja Bus gefahren, entweder nach da oder nach da. Jetzt ist er einmal irgendwas gefahren, das heißt, er kann da sein, da sein. Er könnte auch wieder zurückgegangen sein. Die 146 will er sich nicht gestellt haben. Kann er auch nicht. Aber oder das. Also noch mal, steht auf der 122 und fährt Bus. Auf der 122 und er fährt Bus. Ja, das heißt, also er kann nur auf der 144 oder auf der 123 stehen. Ja. Von da aus fährt er schwarz. Ja. So, 23, 144. T-Shirt, ist das nicht schön, wenn sich alles um einen selber dreht? Ja, es ist, einfach herrlich. Er könnte auf der 145 stehen. Er kann da. Okay, dann soll ich 70 Felder auf. Okay, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie die anderen hier stehen. Eigentlich auch. Ich meine, du kommst sowieso von. T-Shirt, wollen wir uns nicht zusammentun? Ich finde das gerade lustig. Ich stehe auf der U-Bahn. Max kann gleich hierher. Ich würde sagen, geh auf die 146. Dann bist du in der Mitte, wo er weil ungefähr... Weil ich auf die 124 fahre. Ja. Du kannst eventuell relativ schnell hinterher. Mit dem Bus? Fahr hier mit dem Bus hier. Okay. Oh Gott. Also, was habe ich gerade gesagt? Er kann irgendwo stehen. Er steht auf keinen Fall hier, weil da wäre er ja vorhin schon angekommen. Das ist klar. Ach ja, und ich warte nur drauf. Alle grübeln sie da unten und dann steht er da oben in der Ecke. Naja, auf die Situation warte ich auch. Er kann halt von der 144 jetzt auf die 177 gefahren sein. Und steht da, dann könntest du halt mit dem Bus auf die 176, aber das glaube ich nicht. Ja, weil dann fährt er im nächsten Zug auf das Feld, wo gerade Stella steht. Ja, richtig.
Ich bin mal gespannt. Dann macht Stella ihn tot. Also ganz halt genau, das wäre doch irgendwo sinnfrei. Warum? Wolfin, ist nächste Runde schon auf Deckzeit? Ja. Ja gut, dann probiere ich es jetzt mit irgendwann 77 einfach. Nächste Runde ist auf als Runde. Was habe ich hier am Tickets? Taxi? Okay, dann lass mich mal ganz kurz überlegen. Er stand auf der 122 und ist dann Bus und dann Plank gefahren. Ich stand auf der 177. Richtig gut. Was? Gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sie haben das Spiel gewonnen, ohne es ohne es zu kommen. Ich hab voll krass nachgedacht. Und keiner aber von euch wäre. Ich wollte mich ja vorbeischleichen. Max hatte ja recht mit der 122. Das war klar. Das war wirklich klar. Nicht anders. Und dann bist du auf die 144 und eben gerade. Moment. Und bin dann von der 144 schwarz nach 177. Genau. Du hast gehofft, dass Stella irgendwo anders hinfährt. Ja. Und ihr wolltet, dass ich mich zu 144 stelle, wo er schon lange weg war. Ich hätte einen Zug gewonnen. Ganz ehrlich, wärst du auf die 176 mit dem Bus gefahren und er hätte sich in der nächsten Runde offenbaren müssen, dann hätten. Also, das hätte auf jeden Fall irgendwie dann geklappt. Naja, nicht ganz. Er hätte auf die 144. Nein, konnte ich nicht mehr. Ich kenne das. Ja, und dann ist er mit der U-Bahn erstmal am Arsch der Welt. Ja, aber nein, das stimmt nicht. Das wäre, er kann ja nicht doppelt fahren. Wäre er auf das U-Bahn-Feld, hättest du ihn umbringen können. Ich hätte ihn dann gekriegt. Ich stehe hier vorne. Und du hättest ihn auch gekriegt. Also er wäre so oder so auf dem Feld, wäre tot gewesen. Auf jeden Fall. Er hätte noch auf die 144 gekommen. Deswegen habe ich eher gedacht, dass er auf die 123 wäre, oder viel mehr Möglichkeiten hat. Aber na gut, wir haben ihn erwischt. Alles ist gut gelaufen. Aber ich hätte auch fast gesagt, das wäre es dann für heute. Ja, würde ich auch sagen. Was, ich wollte auch noch... Ja, nächstes Mal. Du darfst gerne nächstes Mal. Jeder muss einmal ran. Ja. Das Spiel bespielen ist. Och nö, ich hab das doch bis dahin alles schon wieder vergessen. Spiel des Lebens wäre geil, oder? Spiel des Lebens. Ja, ich finde das auch nicht. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es geht, aber ich weiß, dass ich mir damit Spaß mache. Nicht auf Englisch, das gibt's nur auf Deutsch. Das macht nichts, das kann man nur auf Englisch spielen. Können wir nicht den Krokodok spielen? Oh Gott. Können wir das Spiel neu spielen? Bis dahin. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und